herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich habe heute ein spannendes Thema für dich. Und zwar geht es darum, wie sich das Individuum im Wassermann-Zeitalter orientieren kann, sich auch Verständnis und Gehör verschaffen kann oder zumindest nicht mehr verzweifelt, wenn es kein Verständnis oder Gehör erhält von außen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Zeit, denn wir sind ja in diesen Wechseln der Zeitqualitäten, der Epochen. Die Erdepoche hört auf, löst sich immer mehr und mehr ab und geht in die Luftepoche über. Und die Luft steht ja auch im Astrologischen immer für Kommunikation, für Vermitteln. Ob das jetzt Wissensvermittlung ist, Informationsvermittlungen sind, ob das Kommunikation ist, ob das ein Vermitteln zwischen den Zeitfeldern ist. Also diese Luftepoche steht ganz stark eben für dieses Vermitteln. Und da wollen wir heute mal schauen, was du individuell brauchst, damit du in dieser Zeit klar bleiben kannst, bei dir bleiben kannst, nicht zu sehr am Außen verzweifelst, an den äußeren Umständen verzweifelst und eben wirklich klar und geerdet, voller Urvertrauen deine eigene Vision in dieser Zeit halten kannst, dein eigenes Licht, dein eigenes Bewusstsein halten kannst, auch wenn das vielleicht mit anderen Meinungen aufeinanderprallt. Gut, zu verstehen ist einfach nur mal, man braucht dazu Erdung. Und das ist natürlich schwierig, in einer Luftzeit Erdung zu finden. Aber Erdung bekommt man in der Luftzeit über die Vision. Über das zu wissen, ich habe ein Bild von mir, ich habe eine Vision von mir und die bringt mich auch weiter. Und so fangen wir jetzt mal mit dieser weiterführenden Vision an, indem du einfach mal deine Augen schließt, tief ein- und ausatmest. Und wir beginnen jetzt mal, eine Vision zu erzeugen. Und das muss jetzt gar nichts Konkretes sein, sondern da geht es jetzt einfach mal um das Licht der Vision. Das kann so ein weißes, hellblaues Licht sein. Und dieses weiße, hellblaue Licht erscheint jetzt etwas vor dir, maximal eine Armlänge vor deiner Stirn und strahlt. Das ist deine Vision. Und du nimmst jetzt einfach mal diese Energie wahr, beobachtest dieses helle, strahlende Licht. Und machst dir bewusst, dass das deine Vision ist. Es geht um gar kein konkretes Bild, nur um das Bewusstsein, deine Vision ist jetzt vor dir und strahlt in einem klaren, weißen Licht. Und nun beginnen wir, die Frequenzen in dich einfließen zu lassen, die du benötigst, damit du deine Vision für dich leben kannst. Das heißt, es fließen jetzt mal die Frequenzen Lösen von Selbstboykott in dich ein. Vertrauen. Klarheit, Reinigung, Reinigung von Manipulationsenergien, Reinigung von äußeren Einflüssen. Und Reinigung von allen Steinen,
die du dir für deine Vision in den Weg gelegt hast. Das ist oft ein unbewusster Selbstboykott. Und es ist jetzt an der Zeit, dir ganz klar zu machen, dass du deine Energie nicht mehr für die Meinungen von anderen aufwendest. Nicht mehr dafür aufwendest, andere zu ihrer Vision zu führen oder auf andere zu schauen, sondern es geht darum, ganz bei dir zu bleiben. Und das ist jetzt kein Egoismus, das ist jetzt die Eigenverantwortung. Es fließt also Eigenverantwortung in dich ein. Missverständnisse, Verstrickungen, Zwänge, alte Normen und Regeln fallen jetzt von dir ab. Und du erlaubst dir in dir immer freier und klarer zu werden, Platz für deine Vision zu schaffen. Also dort, wo du vielleicht noch in alten Verletzungen oder Blockaden gefangen bist, wird nun Platz für deine Vision geschaffen. Und du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Mach dir einfach mal bewusst, ob du in einem Umfeld aufgewachsen bist, das deine Vision gefördert hat, oder ob du in einem Umfeld aufgewachsen bist, das dir vorgegebene Normen, Vorstellungen und Richtungen gewiesen hat. Du beobachtest einfach und machst es dir klar. Und sämtliche Einschränkungen, dort wo du Vorstellungen aus deinem Ahnensystem übernommen hast, werden nun transformiert und gereinigt. Die Vergangenheit verliert immer mehr und mehr an Relevanz und das Neue öffnet sich immer weiter. Alte, hergebrachte Muster lösen sich und du spürst, dass du freier, klarer
und entspannter wirst. Du bittest nun um Unterstützung, deine Vision, dein inneres Licht für dich aktivieren und erden zu können. Jeglicher Streit, jegliche Einschränkung darf jetzt dein Energiefeld verlassen. Alles ewige Kämpfen und Erdulden löst sich jetzt. Und du spürst einen tiefen Frieden und eine tiefe Flexibilität. Und du spürst, dass du klarer, freier und immer entspannter wirst. Vielleicht bist du selbst manchmal überwältigt von der Größe deiner Vision und hast manchmal das Gefühl, dass es zu viel ist. Aber in diesem Augenblick weitet sich dein Bewusstsein und du spürst, dass deine Vision weder zu groß noch zu klein für dich ist, sondern genau deinem Wesen entspricht. Mein Wesen entspricht meiner Vision. Mein Wesen entspricht meiner Vision. Du spürst jetzt, dass diese Vision dein Wurzelchakra erreicht und dass dadurch eine frische Energie, eine Beweglichkeit reinkommt. Genauso wie auch dein Nabelchakra und dein Solarplexus von deiner Vision erreicht werden und wie ein kraftvolles, weißes, strahlendes Licht transformiert deine Vision, deine unteren Chakren. Und du spürst, dass es dir möglich ist, dich auf allen Ebenen zu entfalten und du atmest tief ein und wieder aus und spürst, dass du deine Vision verinnerlicht hast. Presse nun mal deine Pobacken zusammen, spanne den Beckenboden an
und halte ihn kurz angespannt, ganz fest, noch ein bisschen. Und dann 1, 2, 3, lässt du aus und atmest tief ein und wieder aus. Spüre, wie sich mit dem Loslassen jetzt auch deine Vision erdet und wie dadurch dein Umfeld transformiert wird. Erlaube dir jetzt, deine Vision auf allen Ebenen zu verstehen und umsetzen zu können, auf der körperlichen Ebene, der geistigen Ebene, deiner spirituellen Ebene. Jede Ebene wird durch deine Vision berührt und transformiert. Du spürst jetzt, dass das strahlende weiße Licht, das du vorher vor dir wahrgenommen hast, jetzt in deinem Energiefeld ist und dich in einen weißen Energiemantel hüllt. Und du spürst, dass in diesem weißen Licht sämtliche Krisen an dir vorbeiziehen, sämtliche Konflikte an dir vorbeiziehen und du sicher, klar und unberührt in deiner Mitte bleibst. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und nimm dich in diesem weißen Licht wahr. Sollte dieses strahlende weiße Licht noch irgendwo Schatten beinhalten, dann werden diese jetzt ganz automatisch ausgereinigt. Jegliche Manipulationsenergie, ob nun technisch oder frequentiell, ob nun wissenschaftlich oder spirituell, wird nun aus deinem Feld entfernt. Und du spürst, dass du dich innerlich entspannst, dass du weicher wirst und immer klarer. Erlaube jetzt auch deinem Herzchakra sich zu öffnen. Und diese neue Zeit entspannt und friedlich und voller Vertrauen anzunehmen. Sämtliche leeren Versprechungen fallen jetzt von dir ab. Und du atmest nochmal tief ein und aus und kannst spüren, dass sich jetzt tief liegender Stress aus deinem System herausarbeitet. Und dieser Stress kommt eben durch den
unterschiedlichen Klang, die unterschiedlichen Frequenzen, die du vielleicht mit dem Außen hast, wo vielleicht Konflikte stattfinden, wo Angst vielleicht regiert. Und das löst sich jetzt raus. Und du wirst klarer, ruhiger und entspannter. Und du spürst, dass deine Vision jetzt auch die Bereiche transformiert, wo du dich ins Leere weg verausgabt hast. Und du spürst Kraft, Sicherheit und Würde. Eigenwert, Glauben und Transformation. Erlaube dir nun, dass du deine Stimmung, dass alles, was nicht in dir stimmt, jetzt auf die Frequenz deiner Vision eingerichtet wird. Vor allem dein Herz- und Brustbereich. Alles Unstimmige, alles, was nicht mehr stimmt, wird nun ins Licht deiner Vision eingerichtet. Eingebunden und transformiert. Und du spürst, dass du klarer, würdevoller und bewusster wirst. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und spüre, dass das Licht deiner Vision vom Wurzel, Nabel, Solarplexus, Herzchakra sich jetzt auch über den Hals, das dritte Auge und dein Kronenchakra ausdehnt. Deine Schultergelenke, die Ellenbogen, deine Arme und auch über die Hüften, die Knie, Fußgelenke runter. Und du kannst jetzt in dir dein ewiges Licht wahrnehmen, voller Klarheit, Kraft und Güte. Und du verbindest dich jetzt mit deinem ewigen Licht. Du spürst nun, dass du weicher bist. Du spürst nun, dass sich deine Vision in dir geerdet hat und du dadurch ein selbstständigerer, klarerer Mensch wirst.
der voller Urvertrauen und Würde seinen Weg geht. Dies ist das eine Licht, dies ist die eine innere Klarheit und Vision. Es ist deine innere Klarheit und Vision. Und alles, was diesem Licht widerspricht, hat nun in dir, in deinem Energiefeld keinen Raum mehr. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und lässt sämtlichen Stress, Druck bewusst nochmal los und abfließen. Und du spürst jetzt, dass du die Schwelle zur neuen Zeit, zur wassermännischen Zeit überschritten hast. Und dass dich diese neue Zeit jetzt weiter inspiriert, dich weiterführt und du nun voller Klarheit und Zufriedenheit alte Erschöpftheiten hinter dir gelassen hast und völlig frei und unbeschwert deinen Weg gehen kannst. Und du erlaubst dir jetzt, deine Vision in den Dienst des höchsten Lichts zu stellen, sodass deine Visionen und Inspirationen unendlich nachfließen. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus und bedanke dich mal bei der Energie deiner Vision. Spür nochmal, wie es sich anfühlt. Spüre den Vergleich von vorhin zu jetzt. Und dann streck dich durch, beweg deine Arme und Beine und komm ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und bedanke dich bei deinen geistigen Helfern und Führern, die dich bei dieser Reise unterstützt haben. Wenn du deinen Körper wieder gut wahrnehmen kannst, dann komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Gut. Du kannst diese Reise natürlich wiederholen, wenn du möchtest. Wenn du einen Input hast, dann schreib es mir in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Reise mit dir. Alles Gute, dein Oliver Ereny. Tschüss.